zusammen. Wir sind irgendwie wieder zurück in Magneton. Diesmal hoffe ich am Tag. Ja, sieht immer noch ein bisschen dunkel aus. Was will er? Wollen Sie handeln? Schauen Sie mal im Craterside-Lager vorbei. Aha, du Witzbold, ich bin im Craterside-Lager. Gucken wir mal, wie spät es ist. Halb sechs morgens. Ich denke, da ist noch nicht auf. Dann werden wir mal 4 Stunden vorgehen und warten und schauen uns mal zuerst. Sag mal, wer läuft denn? Achso, Kinder. Magneton. Oh je. Bei Tageslicht an. Und ja, was ich da unten sehe, erfüllt mich irgendwie momentan mal gar nicht mit Freude. Und ansonsten sieht dieses Kaff ja lieber am Busen der Natur als am Arsch der Welt. Aber das hier ist ja eine völlige Katastrophe. Irgendwie ein Wellblechhüttenort. Komm schon, Maggie, gehen wir hier rüber. Auf Wiedersehen. Mit einer riesigen Bombe. Auch noch vermutmaßen eine Atombombe irgendwie in der Mitte. Tschüss. Na, super. So, naja, egal, jetzt schauen wir erstmal nach, ob wir was verkaufen können. Okay. Willkommen im Craterside Lagerraum. Ja, hallo. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Ich leite den Craterside Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben, zum ersten Mal nach oben zu kommen oder was auch immer Sie erzählen wollen. Ja. Boah, das ist da draußen, dass er da ist, super. Hauptsache kann ich nicht mehr dicke sehen. Ich komme als Botschafter der Utopie aus dort. Ich komme als Botschafter der Utopie aus der Vault 101. Fallet auf die Knie. Aber gewiss doch, Eure Hoheit. Betrachten Sie diesen gepanzerten Vault-Anzug als Megatons Geschenk für Euer mächtiges Imperium. Sie könnten ja unerkannt bleiben. Wissen Sie, die Leute hier sind nicht unbedingt gut, auf die Monarchie zu sprechen. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Ja, der hat uns tatsächlich gepanzerte Vault 111. Okay. Welche Art der Arbeit? Was ist das für ein Buch, an dem Sie arbeiten? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Okay, ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Also gut, los geht's. Ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglichen Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen, wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Hört sich echt spaßig an. Essen holen klingt nicht schlecht. Das beugt halt über die Strahlung. Ja, lasst uns Näheres
über Landminen erfahren. Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Entschärfen Sie eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen sein soll. Die Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte. Und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ja, das klingt natürlich irgendwie ungesund. Inwiefern würde es sich für mich auszahlen? Dafür, den Minen auszuweichen, belohne ich Sie sinnigerweise mit Sprengstoff. Und zwar mit Splittergranaten, von denen ich neulich viele reinbekam. Wenn Sie mir auch was zum Untersuchen mitbringen, kann ich Modifikationen für Sie vornehmen. Es geht doch nichts über das Herumfummeln an Minen. Ja, es geht, ja. Gut, das werden wir mal annehmen. Ich gehe nach Minefield. Wünschen Sie mir Glück. Keine Sorge. Da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Habe gehört, es gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Ja. Gut, jetzt würde ich ganz gerne erst einmal verkaufen. Sehen wir mal, was es im Angebot gibt. Na klar doch. So. Wir haben hier noch nicht viel. Was haben wir? 9 Polizeiknüppel. Ja, ich denke, die Polizeiknüppel brauchen wir nicht. Die werden wir alle verkaufen. Das Luftgewehr, ja, brauchen wir auch nicht. Was haben wir denn in Kleidung? Na, die Brille kann weg. Die Tinte kann weg. Ja, den Helm haben wir auf. 6-mal haben wir den Helm. Ja, die können wir, glaube ich, auch alle verkaufen. Das Tunnelschlangen-Ausbild wollen wir auch nicht. Wie 1. Der ist echt nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, verkaufen wir doch mal erstmal diese ganzen. Dann laufen wir natürlich nackt hier rum, aber. Ja. Aber. So. Dietrich und Reparation. Ja, lassen wir mal einen weg. Die Sicherheitsausrüstung kommt auch weg. Wissenschaft plus 5. Die Baseballmütze auch. Okay. Hier haben wir jetzt noch nicht den Brüller. Tja. Die Lackierpistole brauchen wir die überhaupt in irgendeiner Form für irgendwas. Das kann weg. Scheiß Zigaretten. Ja, die Munition werden wir erstmal beibehalten. So, 219 Korken. Ist ja nicht der Brüller und, oh, was ist das denn? Sie hat nur... Ja, ich möchte erstmal... Moment. Was war denn das? Sehen wir mal, was... Was darf es denn sein? Also machen wir den ganzen Mist nochmal. Hat sie 99, das Luftgewehr, die Brille wollen wir weg, das wollen wir auch, da können wir mal gucken, oh Gott. Helm, 155, der kann weg, die können weg, das kann weg. Das kann, ja gut, die sind alle. Alle. In der Boniform, den bis 186. Das behalten wir nochmal alles.
Zigaretten weg. Das kann weg. Okay. Na gut, jetzt machen wir hier mal akzeptieren. Und jetzt schauen wir mal bei ihr, was es da gibt. Ach, super. Okay. Gute Jagd. Machen wir hier beenden. Verkaufen Sie hier irgendwelche speziellen Gegenstände? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Aha. Okay. Reparieren wollen wir nicht. Was gibt's Neues in der Stadt? Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Wenn es Ihnen so wichtig ist, sollten Sie mit Manja sprechen. Sie lebt länger als alle anderen in Megaton. Aha. Reparieren ist jetzt alles zu teuer. Diese Bombe. Naja, fragen wir nach meinem Vater mal. Ich suche meinen Vater. Er ist in den besten Jahren. Haben Sie ihn gesehen? Das könnte der Karl sein, den ich vor kurzem in Moriartys Saloon gesehen habe. Ich würde dort fragen. Okay, dann... Kann ich Sie etwas über Ihren Job und den Sinn meiner Recherchen befragen? Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Warum können Sie diese Nachforschung nicht selber anstellen? Ach, ich habe nicht annähernd die Wüstenerfahrung, die Sie haben. Wenn ich auch nur die Hälfte dieser Dinge versuchen würde, gäb's mich nicht mehr. Sie machen wenigstens den Eindruck, als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie den Leuten so helfen. Nun, ich dachte, statt nur mit altem Schrott den Karawanen zu helfen, könnte ich meinen brillanten Geist doch für das Wohl aller einsetzen. Und mit meinem Geist und Ihrer Erfahrung wird dieses Handbuch ein Dutzend mehr Leben retten, als diese habgierigen Kaufleute es jemals tun werden. Ja, okay. Ich weiß nicht. Diese Karawane helfen einem Haufen Leute. Naja, sie liefern wichtige Vorräte. Aber ich kann trotzdem viel mehr bewirken, als Sie es mit Ihrem langweiligen alten Zeug tun können. Dieses Buch wird vielen Leuten helfen, glauben Sie mir. Ja. Gut, dann nochmal zum Abschluss. Reden wir über Winefield. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie... explodieren. Ja, na, das dachte ich was läuft denn so? Nee. Ja, ich war noch nicht in Winefield. Ein bisschen Geduld. Das liegt doch hoffentlich nicht daran, dass es dort spuken soll. Es besteht nicht der geringste Anlass dazu, diesen Ort zu meiden. Gespenster gibt es nicht, aber Landminen schon. Die sind realer als real. Und genau deshalb müssen wir sie erforschen. Okay, das war's erstmal an den Basisinformationen. Alles klar. Ich möchte jetzt gehen. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Ja. Dann schauen wir erstmal hier unter den Gegenständen. Und zwar ziehen wir jetzt erstmal diesen gepanzerten. Ja, ist nicht schlecht. Dazu den Helm. Und wir haben immer noch 8-mal die Sicherheitsrüstung. Kann ich die eigentlich reparieren? Ne, geht nicht. Abbrechen eh. Wieso haben wir denn immer noch 8-mal die Sicht? Das ist doch, Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Ach, ja, sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie explodieren. Na, was läuft denn so?
Ich war noch nicht in Mainfield. Ein bisschen Geduld. Das liegt doch hoffentlich nicht daran, dass es dort spuken soll. Es besteht nicht der geringste Anlass dazu, diesen Ort zu meiden. Ja, Gespenster gibt es nicht, aber Landminen schon. Die sind realer als real. Und genau deshalb müssen wir sie erforschen. Ja, das weiß ich ja. Jetzt schauen wir mal, was es Schauen Sie ruhig. Ja. So, wieso hab ich denn noch hier diese Kleidung? Ach ja, weil sie kein Geld mehr hatte. Du Depp, du Dämlicher. Ja, beenden. Und ich möchte jetzt gehen. Bis dann. Ciao, ciao. Gut. Also, sie hat keine Kohle mehr. Aber ein schönes altes Telefon. Tja, dann haben wir jetzt zumindest mal Moira kennengelernt. Und schauen uns etwas um. Was wir denn noch in diesem wunderbar tollen Ort, wie sehe ich aus in diesem gepanzerten... ja. Gut, diesen wunderbaren Ort, was haben wir hier? Ja. Vielleicht können wir gerade mal alles an die... wie schön, wie schön. Aktivieren, das kann man so aktivieren? Du hast doch jetzt hoffentlich nicht von diesem Dreck getrunken. Nein, ich möchte es gar nicht wissen, Aktivieren Waschbecken? Ja gut, aber aber das Waschbecken... Boah, bah. So. Da hat lange auch keiner mehr gebadet drinne. Ach nee. Oh. Ja, oh. Das mit dem Urinal darf ich mir jetzt nicht vorstellen. Nein, darf ich nicht. Gehen wir mal weiter. Was haben wir hier? Mariette Saloon, den können wir gleich, weil ich denke, da wird einiges los sein. Was haben wir hier noch? Billy Creel, wer ist das? Okay. Keiner zu Hause? Metallkochtopf, leere Brauseflasche. Schöne Deko. Skelett im Haushalt. Ich glaube, wir wollen uns hier nicht hinsetzen. Oh, ein Einkaufswagen vom Aldi. Was haben wir hier im Kühlschrank? Lecker Eichhörnchentopf. Fancy Let's Kuchen und Nudeln. Möchte ich irgendwie nichts von haben? Ah! Ich hab. Was darf's sein? Verdammte Hi. Axt! Jemand Neues? Sehr erfreut. Ich bin Billy Creel. Oder einfach Billy. Ich weiß, dass Megaton eher einem Friedhof gleicht als einer Stadt. Aber ganz übel ist es hier nicht. Ja, ich das und Maggie ist vorsichtig etwa, ausgedrückt. Wir kommen blendend zurecht. Ich handle mit dem Zeug, das ich sammle, und sie hilft mir, auf der rechten Bahn zu bleiben. Ja, was machen Sie hier? Ich? Ich handle mit den Karawanenhändlern. Ich war mal mit diesen Leuten unterwegs. Darum machen sie mir gute Angebote. Auch die Stadt wird versorgt. Aber vor allem kümmere ich mich um Maggie. Klar, sie ist eigentlich alt genug, dass Billy ihr nicht ständig über die Schulter sehen muss. Ja. Wer ist Maggie? Oh, tut mir leid. Da habe ich mich wohl selbst übertroffen, was? Maggie ist 9 und ein süßes kleines Mädchen. Wir sorgen füreinander. Wenn ich eine Tochter hätte, sollte sie wie Maggie sein. Ich kümmere mich um sie, seitdem ihre Eltern vor 2 Jahren von Raiders ermordet wurden. Es war ziemlich schrecklich. Kleine Siedlung im Norden. Ich wollte dort handeln. Von dem Ort war nicht mehr viel übrig. Ich fand Maggie in ihrem Versteck hinter einem Bett, in dem Zimmer, in dem ihre Eltern getötet worden waren. Seitdem ist sie bei mir. Tja, was können Sie mir über Megaton sagen? Megaton ist die beste Kleinstadt im ganzen Ödland der Hauptstadt. Boah. Lassen Sie sich nichts anderes erzählen. Starke Mauern, starke Leute und starker Schnaps. Wir haben alles, was man heutzutage zum Leben braucht. Ja.
Ja. Wissen Sie etwas über den Bereich außerhalb von Megaton? Ich weiß nur, dass ich zu viel Zeit da draußen verbracht habe. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Na, ganz klasse. Das ist auch hier die Frage, was gibt's Neues in der Stadt? Man sagt, dass irgendwas mit dem Wasseraufbereiter nicht in Ordnung ist. Aber der alte Walter hält das Ding schon seit Jahrzehnten am Laufen. Ich mache mir keine Sorgen. Warum sollte das Ding ausgerechnet jetzt endgültig kaputt gehen? Gut, ja, vorerst, ich muss jetzt gehen. Immer langsam. Ja, immer langsam. So, bevor wir jetzt unsere Reise durch Megaton fortsetzen und ein bisschen versuchen rauszubekommen über die Stadt, über die Leute, die hier wohnen, dann würde ich sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Und für diesmal bye bye und ciao und tschüss. Naja, unsere ersten Eindrücke aus der Nacht bestätigen sich leider auch bei Tageslicht. Megaton ist ja wohl der ätzendste und hässlichste Ort im Ödland, den wir finden konnten. Ja, leider auch bisher der einzige, den wir gefunden haben. Und so wollen wir erstmal abwarten und schauen, wen wir alles noch in diesem Ort kennenlernen. Aber das natürlich alles erst in der neuen Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.